Ja, zu unserem Gespräch möchte ich ganz herzlich Christoph Jada begrüßen. Christoph, du bist Pastor in der Gemeinde, in der reformierten Gemeinde in Uelzen. Diese Tatsache ist Grund genug, um sich mal Gedanken zu machen über deine Arbeit in der Vergangenheit, aber wir wollen auch über die Gegenwart sprechen. Meine erste Frage lautet: Mit welchen Erwartungen bist du damals nach Uelzen gekommen? 1999, also vor 20 Jahren, eine ganz andere Situation, das möchte ich mal vorausschicken, weil sich da so viel verändert hat, was Pastorennachwuchs, was Pfarrstellen angeht. Also damals war auf jede ausgeschriebene Pfarrstelle bestimmt 4 oder 5 Leute, die sich beworben haben. Wenn es heute noch einer ist, kann man schon froh sein. Also das war damals auch einfach für mich eine schöne Erfahrung zu sagen, ich habe eine Stelle gefunden. Wir haben damals ein Jahr vorher geheiratet, dann eben auch eine feste Stelle zu haben. Ich kannte die Grafschaft Bentheim ein wenig, weil ich 1995 ein Praktikum in der altreformierten Gemeinde Feldhausen gemacht habe. Daher wusste ich, schöne Landschaft, da sind traditionsreiche, lebendige, reformierte Gemeinden. Und insofern war ich sehr froh und dankbar, dass von mehreren Bewerbungen, die ich natürlich laufen hatte, gerade die in Uelzen dann am Ende mit der Wahl zum Ziel gekommen ist. Okay. Was war dein erster Eindruck? Du warst ja in Ostfriesland in einer relativ kleinen Gemeinde und jetzt Uelzen, riesengroße Gemeinde, 3 Pfarrstellen und dann noch in die Grafschaft. Wie war dein Eindruck? Also der Eindruck war am Anfang, vor allen Dingen, da liefen in Uelzen ja noch mehr Leute herum. Ich hatte am Anfang tatsächlich, wenn man die Vikarin und die Jugendreferentin mitzählt, liefen da nochmal 6 Hauptamtliche neben mir noch, die da auch Dienst getan haben. Aber so viele waren es später dann nie wieder. Aber das war tatsächlich so ein Eindruck. Es war groß, es war viel, große Gemeinde, obwohl dann der einzelne Gemeindebezirk, den ich dann zugeteilt bekommen hatte, der war an sich nicht so viel größer als die Gemeinde, wo ich auch als Vikar tätig gewesen bin. Aber es war damals noch zusätzlich, dass eben Urlauberseelsorge zu meinem Aufgabenbereich gehörte. Und da hatte ich natürlich schon erstmal einen mächtigen Eindruck. Dieses riesen Feriengebiet, der große Campingplatz, wie soll das noch alles werden? Was ist da zu tun? Ich habe am Ende auch gemerkt, einiges liegt mir. So, wenn da Urlauber in der Kirche sind, Kirchenführung, ich mit denen in Gespräch gekommen bin, was bis heute beim Marktcafé immer noch passiert, das tue ich sehr gern. So die ganze Welt der Camper, muss ich zugeben, ist mir doch eher fern geblieben. Okay. Als du kamst, hattest du ja gerade dein Studium abgeschlossen. Ja. Und warst relativ kurz noch in einer kleinen Gemeinde gewesen. Mit welchem Enthusiasmus bist du gestartet? Und inwieweit ist da Routine dem Enthusiasmus gewichen? Es gibt ja den Spruch von Pfarrers Kinder und Müllers Vieh, die dann eben so, ja, geraten selten oder nie. Also es ist schon eine besondere Situation, wenn man als Pastorenkind, Pastorensohn kommt aus dem Studium in die Gemeinde, da ist nicht so viel neu dann. Also da hatte ich eher manche Beispiele vor Augen, auch von Vikaren, von meinem Vater, die dann tatsächlich und später auch noch solche Kollegen habe ich erlebt, so hoppla, jetzt komme ich, mit mir wird alles anders. Ja. Solche Flausen hatte ich nicht, vielleicht ist das eher umgekehrt sogar, dass ich manches Mal zu nüchtern daran gegangen bin und gesagt habe, ja, ich bin froh, wenn ich eigentlich das ungefähr so weiterführen kann, wie mein Vater, wie ich das von meinem Vater auch kennengelernt habe. Hat sich in diesen 20 Jahren denn bei uns in der Gemeinde, so wie du das jetzt beurteilen kannst, viel geändert? Und was hat sich geändert? Zum Guten, aber auch zum weniger Guten, zum Schlechten? Also ich habe in diesen 20 Jahren erst einmal einen sehr, sehr großen Wechsel, ganz viele verschiedene Hauptamtliche, also Pastoren, Jugendreferenten, Kirchenmusiker, mit denen ich zu tun hatte, die dann auch gegangen sind. Das war einfach eine große Zahl von Leuten. Einige sind ganz normal gegangen, weil sie in Ruhestand gegangen sind. Einige, da gab es auch durchaus Ärger mit, wo die dann gegangen sind. Also, und das ist auch ein Stück Veränderung, das ich wahrgenommen habe, dass heutzutage offenbar Leute mehr auf ihren Rechten bestehen, auch in der Kirche, auch im Hauptamt zu sagen, es geht erstmal um mich und nicht so sehr, was meiner Gemeinde jetzt gut tut. Das ist eine Veränderung. Bei den Ehrenamtlichen ist ein ganz anderer Eindruck. Da sind ganz, ganz viele, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, so auch wie dich, aber noch viele andere, die immer noch dabei sind. Das finde ich ganz toll, so eine ganz große Treue.
Das ist sicherlich auch eine Generation, habe ich von dir und anderen gehört, die damals vom CVJM und Hans Lambers sehr geprägt worden sind. Aber es sind natürlich auch manche dazugekommen, aber nicht so viele, wie man vielleicht eigentlich wünscht und sich haben möchte von der jüngeren Generation. Also da ist, ja, vielleicht zu wenig Veränderung, da könnte man sich anderes vorstellen. Es ist natürlich, der demografische Wandel spielt eine Rolle, ganz stark. Also viel mehr ältere Leute als früher. Was schon angedeutet ist, dieser Pastorenmangel hat beides auch zwei gute Seiten. Es gibt viel mehr ältere, fitte Leute, die auch aktiv in der Gemeinde mitarbeiten. Ja. Dürfen wir auch dankbar sein. Und es gibt weniger Pastoren. Manchmal geht deswegen vielleicht auch die Kirche inzwischen, die Landeskirche, besser mit ihren Pastoren um. Ja, das kann ja auch sein. Du sagst es, Mitarbeiter des CVJM. Den CVJM gibt es ja jetzt nicht mehr. Mhm. Der CVJM war ja sozusagen missionarisch aufgestellt, hatte missionarischen Auftrag. Wie siehst du die missionarische Arbeit in Uelsen? Findest du die wichtig? Und wenn ja, wie könnte sie aussehen? Also sicherlich ist missionarische Arbeit ganz wichtig. Gemeinden müssen das Evangelium weitergeben. Wie es das zu geschehen hat, wie das möglich ist, das ist natürlich die große Schwierigkeit. Das war ein Aufbruch mit dem CVJM, der damals viel bewirkt hat. Ob das heute, was da die Formen sind und ob auch genug Zeit dafür ist, ob wir uns auch genug Zeit dafür nehmen, ist ja auch der Punkt. Oder in dem ganz normalen Alltag, der alles gemacht werden muss, wir das darüber manchmal vergessen. Das ist für mich durchaus die Frage. Und sicherlich auch so, wie dieser Gesprächsfaden heute auch, dass wir auch noch mehr nutzen, die neuen Medien und was man da an Möglichkeiten hat. Da sind wir sicherlich auch noch sehr ausbaufähig drin. Ich sagte schon, du kamst aus einer relativ kleinen Gemeinde und bist jetzt in einer großen Gemeinde. Der Kontakt in der kleinen Gemeinde ist natürlich, den Kontakt zu den Menschen herzustellen, relativ gut und besser. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass Gemeinden kleiner werden. Uelsen hat ist eine sehr große Gemeinde, 6.000 Gemeindeglieder. Gibt es auch Vorteile in so einer großen Gemeinde, was die Gemeindearbeit anbetrifft? Wie siehst du das in dieser Größenordnung wie in Uelsen? Also leider sind wir nicht mehr ganz 6.000 Gemeindeglieder, wir sind eher bei 5.500, also auch die Uelser Gemeinde schrumpft leider. Wie gesagt, damals, als ich hierher kam, hatten wir auch noch das Modell mit den Gemeindebezirken. Das war also tatsächlich ein überschaubarer Teil, den man damals auch noch mit den Geburtstagsbesuchen auf dem Saal und Goldene Hochzeiten, ganz viele Feiern, man konnte damals wirklich relativ schnell große Teile von seinem Gemeindebezirk kennenlernen. Wie gesagt, das ist heute nicht mehr so möglich. Wir sind ja auch zum Teil noch unterbesetzt. Eine Gemeinde mit mehreren Pfarrstellen hat immer natürlich den Vorteil, da sind mehr Gaben, ein breiteres theologisches Spektrum auch drin. Also da können Gemeindeglieder sich auch den suchen, mit dem sie am besten vielleicht zusammen können. Kleine Gemeinden haben, das nehme ich auch manchmal wahr bei manchen Kollegen in kleinen Gemeinden, da die Versuchung ist da, dass man ja Zeit hat für alles. Und die machen dann auch alles. Ja. Also die großen Gemeinden haben immer schon den Druck gehabt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil. Das Interesse am christlichen Glauben oder sowieso auch am aktiven Gemeindeleben lässt ja doch merklich nach. Was würdest du sagen? Wie könnte man dem begegnen oder was könnte man machen, um Gemeindeglieder wieder mehr für die Gemeindearbeit zu interessieren? Also erstmal von der Wahrnehmung, das Äußerliche ist das auf jeden Fall zu unterstreichen, dass der Gottesdienstbesuch oder auch, dass Leute verbindlich in Kreisen mitarbeiten, die sich monatlich treffen, das wird weniger. Allerdings denke ich auch, dass ein bisschen dahinter steckt, ich nenne das jetzt mal etwas boshaft, dass man in der Grafschaft viel für andere tut. Also nach dem Sinne für andere, weil das so erwartet wird und weil man das eben tut. Früher ging man zum Gottesdienst, ging man in einen Kreis oder Frau, weil die anderen das auch so erwarteten. Das hat sich heute umgekehrt. Wir arbeiten ein Stück weit sogar gegen den Trend, weil man nicht mehr zur Kirche geht, weil man bei Gemeinde nicht mehr so aktiv ist. Es ist für den Einzelnen, der es gerne tun würde, schwieriger gegen sozusagen
die Meinung der Nachbarn, vielleicht auch sogar der Familie, zu sagen, da willst du jetzt hin und nicht mit uns frühstücken oder dieses und jenes. Also deswegen, was war wirklich echt und was war nur äußerlich, kann ich nicht immer beurteilen. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch keine einfachen Lösungen, wie man da gegensteuern kann. Vor allen Dingen, weil wir deswegen ja nicht das Evangelium, sag ich mal, billiger machen wollen, zu sagen, ach, dann schrauben wir die Erwartungen einfach runter. Es geht um Nachfolge, um Jesus Christus wirklich voll und ganz ihm auf seinem Weg zu folgen. Ja, Stichwort Nachfolge und Evangelium. Was meinst du jetzt konkret damit, wenn du sagst, das Evangelium verkündigen oder dem Evangelium folgen? Evangelium heißt ja frohe neue Botschaft. Mhm. Könntest du das eventuell etwas konkretisieren für Leute, die jetzt mit Kirche und Glauben nicht viel am Hut haben und mit diesen frommen Vokabeln in Anführungsstrichen nicht viel anfangen können, um das mal ganz einfach zu erklären, was wir mit dem Verkündigen des Evangeliums jetzt eigentlich genau meinen? Das ist natürlich eine sehr große Frage. Im Grunde wäre das nochmal ein ganz eigenes Thema für so ein Gespräch, sich mit Leuten zusammensetzen. Was heißt heute eigentlich oder wie können wir heute verständlich machen, worum es beim Evangelium geht? Ich muss zum Beispiel auch sagen, ganz viele schlaue Leute im Reformationsjubiläumsjahr 2017 haben ganz viele Sätze gemacht, aber ich habe wenig Gutes dabei gefunden zu sagen, was bedeutet Evangelium heute? Da bin ich leider etwas unbefriedigt zurückgeblieben. Und auch das weiß ich nicht, ob es wirklich das eine Wort, den einen Begriff gibt. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, ob wir heute nicht einfach noch viel stärker mit den biblischen Geschichten arbeiten müssen, zu sagen, in der Bibel werden Geschichten erzählt, da kann man nachlesen und erleben und erfahren, was das bedeutet. Gott geht mit uns in unserem Leben, aber auch wir dürfen mitarbeiten. Gott will uns in seinen Dienst nehmen, mit Jesus Christus unterwegs sein. Also kein Begriff, sondern tatsächlich davon erzählen und darüber ins Gespräch kommen. Wie definierst du denn christliche Gemeinde? Ich habe vor kurzem in einem Text, den mein Kollege Dieter Baus geschrieben hatte, den schönen Begriff gefunden, Erzählgemeinschaft. Dass Gemeinde eine Gemeinschaft wäre, ist, die sich gegenseitig erzählen, was christlicher Glaube für sich bedeutet, was die Tradition, das, was sie in der Bibel lesen, was sie darin hören und für sich aufgenommen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, fehlt uns sogar auch ein bisschen, dass die verschiedenen Generationen, alt zu jung, jung zu alt, sich einfach zu erzählen, das ist mir im Glauben wichtig. Natürlich auch gemeinsam singen, gemeinsam beten, Gottesdienst feiern, auch das ganz Diakonische ist wichtig, aber wirklich mehr zu erzählen, auch wenn Glaube heutzutage, einige sagen, das ist das Intimste eigentlich der Glaube, da mag ich gar nicht von erzählen, alles mögliche andere wohl, aber nicht von meinem Glauben, aber das wäre gut und wichtig, wenn in der Gemeinde mehr vom Glauben sich gegenseitig erzählt wird. Und wo könnte das Gespräch über das, was du vorhin so gesagt hast, stattfinden? Über Glauben, über die Auseinandersetzung mit Fragen und Zweifeln des Glaubens? Es sollte sicherlich auch seinen Ort in der Familie haben, aber das hat heutzutage auch Schwierigkeiten. Die Familie sitzt nicht mehr so am Mittagstisch zusammen, wie das vielleicht vor 50 Jahren noch gewesen ist, wo manche Frage da besprochen wurde. Hauskreise wäre ein ganz wichtiger Punkt, Bibelstunden, aber sicherlich auch Gottesdienste in einem bestimmten Rahmen könnten so etwas sein, wo Menschen einfach auch erzählen, das habe ich mit dieser Geschichte, das habe ich mit diesem Element des Glaubens erlebt. Ja, Stichwort Gottesdienste. Das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, Singen und Beten im Gottesdienst ist ja Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Findest du, dass das Angebot, so wie es jetzt stattfindet, reicht? Oder könntest du dir vorstellen, dass man das noch besser machen könnte, gerade auch im Hinblick auf das, was du vorhin gesagt hast? Man wünscht sich natürlich immer noch mehr, was aber eben umgekehrt auch machbar ist. Und ich finde, man muss auch durchaus feststellen, es gibt schon, wenn man einfach mal guckt, allein in der Niedergrafschaft oder den Bezirk bis Nordhorn ausweitet, es gibt ja sehr viele gute Angebote, schöne Gottesdienste. Es gibt auch im Internet durchaus Hörenswertes und Ansehenswertes. Von daher, was sicherlich wichtig ist, zu sagen, Leute brauchen nicht noch mehr Angebote, wo sie einfach konsumieren können. Sondern
es geht darum, auch aktiv zu werden, auch etwas von sich zu erzählen und nicht zu sagen, bei mir gibt es ja nichts und ich kümmere mich auch nicht drum, sondern da muss man auch natürlich bei sich selbst schauen, was kann ich denn dazu beitragen. Wenn du einen Wunsch hättest an unsere Gemeinde, was würdest du dir als erstes wünschen? Mir fällt das Stichwort Gelassenheit ein und eine Geschichte, die mein Großvater, der ist Jahrgang 1898 gewesen, erzählt hat, die hat er auch schon von seinem Vater mal gehört. Ein junger Pastor klagt darüber, in meiner Kirche sitzen nur alte Leute. Was soll daraus werden, wenn die mal gestorben sind, ist die Kirche leer. Und dann trifft er aber auf der Pastorenkonferenz einen sehr alten Kollegen, der schon lange in Ruhestand ist und sagt, ach, das war bei mir genauso. Da haben immer nur alte Leute gesessen. Also von daher wirklich die Gelassenheit, dass, wie es im Heidelberger Katechismus heißt, Frage 54, wirklich Jesus Christus seine Gemeinde versammelt, schützt und erhält. Oder wenn man das lieber gemeinsam singen, manchmal singen schöner als dröge Katechismusfragen, Psalm 86, wo das ja heißt, wir verzagen nie, wenn Feinde sich erheben. Diese Unverzagtheit auf der einen Seite, ein Stück Gelassenheit, vielleicht auch ein bisschen sich mehr auf den Weg zu machen. Ich habe deinen Vater ja noch kennengelernt und ein paar Geschichten auch mal, wie er aus seiner Jugend erzählt. Und da ist man zu Fuß zur Kirche gegangen. Ist man eine halbe Stunde von Hesingen ungefähr unterwegs? Ja, länger, Stunde. Eine Stunde. Ja. Also das haben Menschen damals schon auf sich genommen, um zum Gottesdienst zu gehen. Was man heute in einer Stunde mit dem Auto erreichen könnte, also da scheint aber eine ganz andere Hürde zu sein. Was würdest du sagen, du bist ja Theologe und hast ja auch Theologie studiert. Was unterscheidet einen Theologen, einen Pastoren von einem normalen, in Anführungsstrichen, Gemeindeglied? Also erstmal sollte da kein großer Unterschied sein, jedenfalls kein von der Kategorie her. Gerade als Evangelische sagen wir ja Priestertum aller Gläubigen. Jeder kann selbst in der Bibel lesen, darf selbst in der Bibel lesen, direkt mit Gott im Gebet in Kontakt zu treten. Dazu brauchen wir keine Priester. Und da vertrauen wir auch, traue ich, auf den Heiligen Geist. Wenn Menschen in der Bibel lesen und merken, da bin ich angesprochen, das ist so. Wozu Theologen vielleicht gut und nützlich sind, das hat Karl Barth, ein theologischer Lehrer, der mir sehr wichtig ist, mal so formuliert, die Ausleger sollten Anwälte des Textes gegenüber dem Hörer sein. In dem Sinne, wenn Menschen etwas lesen, etwas hören, wir neigen, so sind wir Menschen, immer dazu, das darin zu lesen und zu hören, was mir in den Kram passt, was ich hören möchte. Und sich darin dann nochmal bestätigt zu fühlen, was ich sowieso schon weiß. Und eben der Ausleger sollte versuchen, erst einmal ganz genau zu hören, was hat denn damals der biblische Autor in seiner Zeit zu den Menschen damals sagen wollen. Und das wieder neu zum Klang zu bringen, das ganz andere, das von Ostern her uns klingende, die ganz andere Wirklichkeit Gottes, die man eben nur aus der Bibel hören kann und nicht aus seinen eigenen Gedanken. Könntest du ein Beispiel geben, wo das so deutlich werden könnte, dass das Theologiestudium geholfen hat, Missverständnisse, die es ja auch sicher lange Zeit gegeben hat, was die Bibelauslegung anbetrifft, diese Missverständnisse deutlich zu machen? Also das bekannteste Missverständnis ist ja sicherlich das, was schon damals Martin Luther aufgelöst hat, zu sagen, dass Gerechtigkeit Gottes eben nicht diese Frau mit den verbundenen Augen und der Waage ist, sondern dass Gerechtigkeit ein Verhältnisbegriff ist. Mir sind eigentlich eher deutlicher geworden, wie man eben durch das Studieren der, sagt man, Umwelt des Alten und Neuen Testamentes, man Dinge besser verstehen kann. So das klassische Missverständnis ist für mich immer, wenn man sagt, hier, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist Altes Testament. Und wenn man dann eben nicht weiß, dass das eigentlich ein enormer Fortschritt ist. Da gab es vorher eine Rache- und Ehrekultur, die es heute noch manchmal gibt in einigen Ländern. Wenn du mir ein Auge ausschlägst, dann schlage ich dich dafür tot. Das eigentlich Auge um Auge heißt, nein, Schadensersatz für das Auge und danach ist auch wieder gut. Mhm. Genauso eben im Neuen Testament. Moment eben. Wir denken manchmal, naja, das ist ja nicht so besonders freundlich zu Frauen, ja. Das Neue Testament oder die ganze Bibel. Aber wenn man zum einen die entsprechenden Stellen liest, im Alten Testament schon, mit dem Bild Gottes, zum Bilde Gottes schuf er den Menschen, er schuf sie als Mann und Frau,
schon gleich am Anfang, auch die Frau ist genauso Bild Gottes wie der Mann. Auch Paulus weiß das im Prinzip immer, Galater 3, hier ist weder Mann noch Frau, sondern alle sind einer in Christus. Deswegen hat er eigentlich ganz viel Fortschrittliches gesagt über die Frauen. Das nehmen wir als relativ selbstverständlich hin und vergessen darüber, dass eben diese ganze Kultur rund um Paulus relativ frauenskeptisch war. Und wenn Paulus dann ab und zu mal zurückgerudert hat und gesagt hat, naja, vielleicht mache ich mich dann doch zu sehr unbeliebt und die Leute nehmen uns als christliche Gemeinde gar nicht mehr ernst. Das muss man als Hintergrund wissen und so einige Aussagen von ihm auch einordnen können. Würdest du eventuell sogar sagen, dass das Theologiestudium heute noch wichtiger ist als früher, weil die Moderne ja doch viele Fragen aufwirft, die in der Bibel gar nicht so stattgefunden haben? Oder? Also ich denke, dass in Zukunft Verschiedenes nötig ist. Sicherlich auch einfach Menschen, die ganz viel Zeit mit anderen Menschen in der Seelsorge verbringen oder in der Jugendarbeit, sonst dergleichen. Dafür ist vielleicht nicht immer ein Theologiestudium mit den alten Sprachen und sonst dergleichen nötig. Ansonsten, ja, um das besser zu verstehen, wirklich, was damals gemeint ist, auch um die eigene Zeit besser zu verstehen und sagen, für die heutigen Menschen zu reden, ist ein Studium und ein gutes, fundiertes, geisteswissenschaftliches Studium, wie Theologie eins ist, enorm wichtig. So wie ich dich kenne, macht dir der Beruf ja immer noch sehr viel Spaß. Ja. Und sollte es jemanden geben, der jetzt Theologie studieren möchte, womit würdest du ihn begeistern können, um zu sagen, mach das, tu das? Also ich würde vielleicht erstmal raten zu sagen, schau nicht so sehr auf die Gemeinde, die dann kommt. Da kann ja manches auch abschreckend sein, zu sagen, das will ich gar nicht, sondern da findet sich schon irgendwas Gutes. Ich würde ihm eher sagen, wie toll das eigentlich ist, sage ich mal so ganz platt, ich werde dafür bezahlt, in der Bibel lesen zu dürfen, dass mich damit zu beschäftigen und dann wirklich auch im Studium das noch tiefer gehen und auch im Grunde ganz viel über sich selbst zu erfahren. Mhm. So wie Menschen und wie ich selber ticke und das in einem Theologiestudium zu lernen, zu erfahren, das auch immer noch ein relativ freies Studium ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich danke dir für das Gespräch.